Die Sozietät ist ein Familienunternehmen mit 35-jähriger Tradition. Wie finden Sie als Unternehmer die Idee der Unternehmensforen? Also ich finde die Idee großartig. Hier ist die Bindung natürlich hier der Mittelständler auch an die Sozietät, ist natürlich dadurch geschickt gemacht. Und ich würde mal sagen, das ist das, was ein Miteinander natürlich forciert und fördert. Und ich finde die Idee also sehr gut. Inwieweit ist die Entgeltoptimierung, also sprich mehr Netto vom Brutto, ein erfolgsversprechender Weg zur Mitarbeiterbindung? Selbstverständlich wird jeder Mitarbeiter, je mehr er verdient, und für ihn interessiert sich ja in erster Linie, ist für ihn das Netto wichtig, wird er natürlich die Firma nicht wechseln. Also das ist ganz klar, dass mehr Netto vom Brutto ist natürlich automatisch natürlich auch eine Bindung ans Unternehmen. Welche Rolle spielt für Sie als Unternehmer die finanzielle Absicherung des Ruhestandes oder des Vorruhestands Ihrer Arbeitnehmer? Gut, das ist eine wichtige Geschichte, wenn die Mitarbeiter natürlich dann auch im Altersruhestand sozusagen abgesichert sind. Das ist ganz wichtig, auch bei uns, dass sie eine entsprechende Vorsorgeregelung treffen. Wir haben ja auch Pensionäre. Das ist auch das Sorgen für die Mitarbeiter nach der Arbeit ist ebenso wichtig wie vorher.